Für wen ist der dritte Keks? Denise und Pascal machen und traute X27 Semikolon ist spannend. Für wie viel Aufsehen doch ein einfaches Plätzchen sorgen kann. Die Feiertage stehen vor der Tür und so lassen es sich auch Denise Temlitz und Pascal Kaps nicht nehmen, ihre Küche in eine Weihnachtsbäckerei zu verwandeln. Das Paar backt, was das Zeug hält und lässt seine Fans via Social Media daran teilhaben. Ein Keks fällt dabei direkt ins Auge, denn die Verzierung ist top-secret. Während die Turteltauben den Rest ihres fertigen Gebäcks stolz den Fans präsentieren, behalten sie wohl als auch ein ganz bestimmtes Plätzchen unter Verschluss. Insgesamt liegen drei Kekse auf dem Teller, einer ist mit den Buchstaben D, P, Lü, Love You, verziert, auf dem zweiten steht Love und auf dem dritten? Das bleibt wohl ein ewiges Geheimnis. Schließlich verdeckt auf beiden Accounts der TV-Stars ein Emoji die Aufschrift der weihnachtlichen Leckerei. Doch was könnte es nur mit diesem rätselhaften Plätzchen auf sich haben? Ein Baby? Eine Verlobung? Beides ist sehr unwahrscheinlich, letzteres wäre aber vielleicht gar nicht so abwegig. Schaut man sich das Instagram-Profil der 27-Jährigen an, fällt auf, trägt auf vielen Fotos ein silbernes Schmuckstück am linken Ringfinger. Oder haben sich die beiden Scherzkekse mit dem geheimnisvollen Gebäck womöglich doch nur einen kleinen Spaß erlaubt? Was meint ihr? Stimmt ab. Tipps für Promiflas? Einfach E-Mail an tipps@promiflas.de.